die schöne Bahn, die David gleich zum ersten Mal fahren wird. Ihr habt letztens, also ich blende euch später mal eine Szene ein, wo das eine Mädchen Luna zum ersten Mal Scream gefahren ist. Aber ich habe David versprochen, auch in Hamburg und so, dass er mit mir Flug der Dämonen fahren wird. Und er darf keinen Rückzieher machen, weil ich ja jetzt extra hierher gekommen bin. Um mit dir Flug der Dämonen zu fahren. Nein, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass er danach sagen wird, dass er die nochmal fahren wird, weil es ist meine absolute Lieblingsbahn hier im Park. Ja, ich bin gespannt, was er gleich sagen wird und ob er schon nervös wird beim Hochfahren. Meinst du, beim Hochfahren wird das schon ein bisschen... Ja? Okay, aber wir schaffen das. Okay, sonst kriegst du eine Medaille. Okay, wir gucken dann mal. Wir laufen jetzt zu Flug der Dämonen, die erste Fahrt am Tag. Und dann schauen wir mal, ob er sich überwinden kann. Da fliegen wir vom Faxen rein und fließt mir raus. Das Telefon einhaken. Oh, hat jemand ein Handy an Bord? So, daran gehen wir mal gekonnt vorbei, sondern direkt zum Flug der Dämonen. Spaß haben. Ja, währenddessen hat er sogar die ganze Zeit so Wuhu gemacht. Ich dachte, der schreit und er mit mir Wuhu. Richtig gut gemacht. Liebe solche Momente. Guck mal, jetzt wollte er nochmal fahren. Siehst du? Ja, also jetzt nicht, aber so, jetzt kostet mich wohl alles, wa? Das ist so cool. Ah, ist das so? Jetzt waren wir bei der zweiten Fahrt von jemandem dabei, der zum ersten Mal was gefahren ist. Ne, Lieb? Ja. Erste Fahrt mit David ist geschafft. Ich freue mich richtig. Und das ist richtig cool, glaube ich, noch heute, weil es kommen noch einige. Und es kommt heute Paul noch, weil ich habe euch ja erzählt, glaube ich, dass er Geburtstag hatte und ich ihm so ein kleines Geschenk vorbereitet habe. Aber der war halt leider nicht da und deswegen konnte ich ihm das nicht geben. Geben und ich muss halt mit ihm nach Rottenitz fahren und darauf freue ich mich auch sehr, weil wir letztens nicht so viel mit ihnen reden konnten und das ist ein bisschen blöd und die gucken halt auch sehr, sehr viel unsere Videos und deswegen finde ich, das muss halt einfach sein. Genau, jetzt gehen wir erstmal was essen, weil Philipp mit leeren Magen nicht so gerne Achterbahn fährt und sein Lieblingsding ist ja halt Piratenburger, ne? Genau. Ständer. Und wisst ihr, was Philipp jetzt macht? Er geht seine Pommes verloren. Er geht jetzt seinen Burger reklamieren, weil er hat einen normalen Cheeseburger bestellt. Und eigentlich hat er einen doppelten Cheeseburger bekommen, aber ohne Cheese. Das heißt, er muss sich jetzt einen neuen holen, wa? Ja. Deswegen, das Gute ist, er kriegt vielleicht einen neuen und dann darf ich den anderen essen. Cool, ne? Deswegen, wie kann man denn einen Cheeseburger ohne Käse machen? Und dann noch einen doppelten ohne Käse, das geht doch gar nicht. Das ist halt Piratenburger. Beim Piratenburger läuft immer irgendwas schief. Nein, Spaß. Wir haben damals 2 Menüs für 1 bekommen, ne? Naja, wir sind gespannt, mit welchem Burger Philipp gleich hier vorbeikommt. Aber denkt ihr, er stellt sich nochmal neu an? Nee, ne?
Er geht bestimmt ans Ende und dann fragt er nach. Ja. Mal gucken. Aber das geht nicht. Cheeseburger ohne Käse, das ist nicht. Aber es ist kein Cheeseburger. Er hat einen doppelten Hamburger. In der Hand. Boah, ey, ernsthaft? Lilip? Lilip? Wo ist dein zweiter Burger? So, Lilip möchte mich in diesen See da reinschmeißen. Also das Wasser hier ist nicht tief. Da würde ich glaube ich hier so... Nein. Okay, alle Leute gucken mich gerade an. Also selbst wenn ich da reinfallen würde, wäre ich glaube ich nur 20 Zentimeter. Ey, Louis, ich finde das jetzt gerade echt passend. Ich finde, nein. Du gehst da jetzt einfach mal rein, ne? Das ist richtig eklig hier gerade. Guck mal, lebt das. Ich hab eigentlich nur Glück, dass mein Auto sonst voll stinkt. Du hast da reingeschissen. Guck mal, dass du was. Aber Studententicket hast du dabei, ne? Wenn ich mein Handy dabei habe, habe ich... Ja, gut. Keiner. Du lässt mich sonst los, wenn ich dich schlage. Ja. Mann. Ich habe jetzt eigentlich nur darauf gewartet, dass du anfängst, irgendwie meinen Arm zu... Wisst ihr was? Wenn ich sage, er soll aufhören und ihm dann wehtue, dann macht er das noch heftiger. Das heißt, er schmeißt mich dann erst recht da rein. Nein, komm! Verlierst fast dein Gleichgewicht, dass wir weiterlaufen. Warte, wirklich? Warte mal, wenn du mich... Kannst du mich so halten? Wenn du mich hinterher ziehst, auf jeden Fall nicht. Warte mal weg. Ja, du, bei dir weiß man das nicht. Ja, du willst mich auch jedes Mal die Balkonbrüstung runterschmeißen. Das ich muss ja voll nett. Also davon abgesehen, scheint es richtig, würde ich das schaffen. Ich gleich glaube auch, du hast mich ja schon echt so hochgehoben, ne? Ich habe Philipp gefunden. Ja! Ah, guck mal, da ist Philipp! Ah, oh, guck mal! Hallo, guck mal! Musste jetzt. Ja, ich bin da reingefallen. Ja, geil. Oder hat jemand Zoe gesehen? Ey, meine Füße. Ich hab gesehen, bei den Fußspuren im Park. Ach so, echt? Oh. Ja, okay, also jeder, der meine Fußspuren sieht, weiß, wo ich lang gelaufen bin. Oh Mann, oh. So. Wir freuen uns, dass ihr uns getroffen habt. Und heute ist das ein bisschen eine coolere Gang hier, weil wir ein bisschen mehr Leute getroffen haben. 6 bis jetzt. 7, 8. Entschuldigung. Ja, heute ist ein richtig cooler Tag. Ich habe schon gesagt, dass ich mich hier mega freue, weil uns viele geschrieben haben, dass sie heute Sonntag im Park sind. Hattest du das gefilmt, als ich dich gerade eben im See geschmissen habe? Ja, hab ich. Ja, ich bin komplett nass. Er wollte mich 5-mal reinschmeißen, von einem 6. Mal hat er es wirklich gemacht. Aber da war es auch nicht tief. Oder? Ja. Ah, ich drucke hier alle Fotos aus am Montag oder so, dann kommt das. Wir können unsere Wand damit tapezieren, ne? Sag mal, oh Gott, wie hässlich. Nein, ich weiß. Weißt du, wer ganz hässlich ist? Die hier vorne, ich weiß. Ja. Ich bin auch nass, ne? Nee, aber ganz gut. Das ist jetzt doch viel besser. Ja, ist doch cool. Oh, nein. So, 1. 2 und 3. Oh, was ist das für eine Licht? Wie oft sollte ich jetzt eigentlich hier schon baden? Ja, so ein bisschen. Bin ich nass? Ja, ein bisschen. Leute. Ein bisschen am Bein. Oh, 90. So, ich stelle jetzt hier einen Timer, um zu gucken, wie lange wir. Warte mal, Timer, wie geht das eigentlich? Ja. Warte mal, oder eine Stoppuhr. Nee, mach mal, das ist eine Stoppuhr, was man. So, okay, ich gucke jetzt. Okay, jetzt habe ich die eingestellt. Wir gucken mal nach einer Stunde vielleicht. Okay, wir gucken nach einer Stunde. Das macht keinen Sinn. Wir warten jetzt einfach. Fertig.
Aber du hast ein Schleudertrauma, glaube ich. Ja, ich bin ja auch nass geworden. Dankeschön. Alle einen Applaus für Philipp! Okay. Dankeschön. Ja. Oh. Nadine? Ja. So, wir stehen mittlerweile an dieser Stelle hier. Wir haben gedacht, hallo. Es werden über zwei Stunden. So, ich komme mal insgesamt. Warte, meine Uhr sagt 1:01. Oh mein Gott. Oh, Fahrzeit abziehen. Okay, dann haben wir 59 Minuten gewartet. Jetzt gehe ich gleich zum Paul, weil er Geburtstag hatte. Und ich muss ihm sein kleines Geschenk bringen und er wollte mit mir Grottenblitz fahren. Supi! Juhu! So, jetzt habe ich Paul einen kleinen Brief geschrieben und ich hoffe, der wird ihm dann vorgelesen und dass er sich daran immer erinnert, an seinen schönen Geburtstag und dass ich irgendwann mal mit ihm Kolossus fahren möchte, weil es so ist, dass er das ja noch nicht fahren darf und auf jeden Fall muss er da noch ein paar Jahre warten, aber ich würde das machen und dann mit ihm zusammen halt seine Fahrt Kolossus fahren. Das verspreche ich ihm hier in dem Brief und dann mal sehen, ob er sich darüber freuen wird. Sieht voll krass aus, ne? Okay, total. Na? So. Lele muss warten, bis ein Zug kommt, oder? Hey, da kommt einer raus. Ja. Dauert noch so. Dauert vielleicht 1,5 Minuten. Ja, ist doch gut. So, inzwischen ist unsere Gruppe noch ein bisschen größer geworden. Da sind Paul und Marla noch mit dazu gekommen. Und jetzt wollen wir Wildwasserbahn fahren. Und Mountain Rafting war gerade auch schon richtig lustig. Da bin ich nicht am nassesten geworden. Wer ist von euch am nassesten geworden? Du, das war irgendwie so klar. Ja, Paul ist am nassesten geworden. Sein Hosenbein. Das war in unserem Zug. Mal sehen wir jetzt in den nächsten Zug. Paul, wirst du nass? Glaubst du das? Ja? Okay. Ich weiß nicht, ob ich nass werde, aber meine Schuhe sind schon komplett nass. Ja, mal sehen, wie lange wir jetzt hier warten Philipp werden. Philipp muss nass werden. Ja, er genau. Muss. Genau. Philipp, du wirst gleich nass. Er muss nass werden. Aber ich soll ja hinten sitzen, wenn ich hinten sitze. Du sitzt doch mal vorne und machst dich doch so klein und gehst in die Lücke rein. Aha. Aber ich werde nämlich da. Also ich gehe zu meinem Boot hier hinten, ja? Da. Ich saß noch nie in einem Kinderboot. So, wir stellen uns jetzt bei der Wildwasserbahn an und machen vielleicht eine kleine Challenge. Die Gruppe hier mit den 5 Leuten gegen uns. Und wir gucken mal, wer am nassesten wird. Weil das Ding ist halt, es ist nicht so ganz einfach nass zu werden, wenn man das Gewicht anders verlagern muss. Aber wenn wir es schaffen, dann kriegen wir es hin, dass wir vielleicht am nassesten werden. Wir haben schon gut vorgelegt. Genau, also wir stellen uns jetzt an, es dauert bestimmt nicht so lange und dann gucken wir mal, ob Philipp nass wird, wie sich das alle wünschen, ne Lele? Ja! Hallo! Wer ist nass geworden? Oh. So, Wildwasserbahn ist fertig. Ich weiß nicht, ich bin halt nass geworden. Ja, du bist schon wieder wie immer nass geworden, ne? Ja. Wie immer. Ja, ich weiß. Einfach nach vorne sollen. Ja. Ich weiß, ich habe den im letzten Video gesehen, wo Philipp ganz, ganz vorne sich da verkrümelt hat in dieser Lücke da. Aber ich wurde da selbst nasser als jetzt. Ich bin ganz schön trocken. Du bist halt zu dünn, deswegen trifft das Wasser dich. Muss ich das nicht sagen, dass ich dick bin? Oh. Nein, das wollte ich nicht. Ich bin selber ein Mammut, also. Er lacht einfach. Ja, siehst du, Philipp. Das fällt mir nicht so, ja. Ja.
Wie gesehen, meine Schuhe sind immer noch nass. Meine Hose. Aber das kannst du jetzt nicht mehr auf den See schieben. Vielleicht bist du auch davon nass geworden, wer weiß. Es gibt ein Beweisvideo. Nö, es gibt ein Beweisvideo, Leute, ihr habt es gesehen. Das ist ja auch schon 4 Stunden. Vier Stunden? 4 Stunden. Und wie war die Fahrt? Das war ja cool. Wir haben ein Foto gemacht. Ihr habt ein Foto gemacht, ne? Mhm. Ja, haben wir auch gesehen. Okay. So, ich glaube, wir machen uns jetzt auf den Weg zu Flug der Dämonen, weil David da wartet, wenn uns irgendwie eine Challenge machen will, der am meisten schreien will. Er ist heute das allererste Mal. Er ist heute das allererste Mal Flug der Dämonen gefahren und will mit mir eine Challenge machen. Okay. Let's go. Wollen wir? Ja, let's go. Okay. Warte mal so. Warte, warte, Moment. Mann, da, wir gehen durchs Peppa Pigland. Philipp, dein Lieblings. Also wäre das unser Job, dann hätten wir ein geiles Leben. Boah. Also ihr könnt uns dabei helfen, dass das unser Job wird, indem ihr... Liken, abonniert. Indem ihr abonniert, kommentiert. Ja, okay, aber es ist ein Wunsch von uns, ne? Ja, okay. Wir gehen jetzt zum Flug der Dämonen. Sagen, dieser Wunsch wird auf jeden Fall in Erfüllung gehen. Hey, du musst das doch selber machen. Nee, morgen kann auch nicht von alleine fahren. Nee. Philipp will das doch selber irgendwann mal machen. Ich werde ihn gebracht. Ja. Nein. Philipp, bitte, das wäre... Also, Leute, bei... Ich schreibe einen Kommentar unter das... Film mal eben das... Das Ding da, was da fährt. Ja. Das ist kaputt. Nein. Warum? Warum? Was für, weil du damit gefahren bist. Gar nicht. Also Leute, ich schreibe einen Kommentar unter dieses Video und bei 15 Daumen nach oben muss Philipp diesen Dino fahren. Okay, Leute, bitte 15 Daumen nach oben. Okay? Dann filme ich, wie Philipp diesen Dino fährt. Liked ihr alle? Wer liked? Okay, okay, super. Dann haben wir schon mal 1, 2, 3. Wir haben 6 Daumen haben wir dann schon mal. Also wir kommen denen nahe. Und ich glaube, Tanja und so würde, glaube ich, auch liken. Das wird... Und da... 1, 2, 3, 6 gesagt. Leute, David wird auch noch liken. Dann haben wir schon mal 8 Likes. Oh, das wird was, Leute. Oh, wir laufen jetzt zum Flug der Dämonen. Und Philipp lässt mich jetzt durch warte den mal, Park. Warte mal, wohin laufen wir zu Baron? Film das mal, warte mal. Ey, ich nehm das mal. Ey, Zoe? Ja? Warte mal eben. Guck mich nicht an! Wie ist denn dieser Aussicht? Sehr schön. Ja, da gehen wir jetzt hin. Ab zu Krake. Aber ich wäre dir sehr dankbar, wenn du meine Hose wie, dort lässt. Wie, du pupst jetzt! Wir gehen erst unter Krake mit Zoe. Ja, erst unter Krake. Ich stelle mich sogar freiwillig mit unter. Du bist gestorben. Wirklich jetzt. Aber wenn du so redest, kannst du auch atmen. Nein. Hallo Leute, wir müssen da lang. Wir gehen unter die Krake. Ach Leute. Nee. Und Philipp filmt das. Ja, Philipp hält so fest. Er macht so einfach random so. Ach, kommt jemand mit mir? Ja, ich. Ich? Danke. Bin zwar dann nass, aber naja. Egal. Aber Lilith... Oder sie macht den John-Move einfach wegrennen. Na, aber du sagst doch immer, ich... Also, auch mal, ich kann nicht mehr reden. Nimmst du mein Handy? Aber Lilith, ich muss auch in dein Auto rein. Scheiß auf das Auto. Ja, okay, schön. Dann ist das nass. Echt? Soll ich dich einfach random so? Ach, Leute. Ja? Wie was sagen? Da. Wann kommt die Krake überhaupt? So, oh, die Krake kommt, ne? Wo? Oh. Ja! Nee. Warte mal, ich muss die Kamera kurz stoppen. Das war nicht so schlimm.
sicher schon ein Video, wo ich so nass werde. Du bist blöd. Ich mach den nächsten hier beim Google-Kabinett mit. Wirklich? Ich glaub, du würdest nie aufhören. Mann! Okay, David, ich sehe seine Jacke schon. Wo ist der? Siehst du, seht ihr dieses Rote, dieses zwischen dem Zaun, dieses Rote? Ja. Das ist David. Okay. Genau. Ja. David! David, hallo! David, hallo! Na du? Du hast dir auch eine Cola gekauft. Wie Philipp immer. Guck mal, das sind unsere Fans. Jetzt ziemlich groß geworden, die Gruppe. Na, du gehörst auch noch mit dazu, ne? Gut, jetzt wollen wir alle Flug der Dämonen fahren. Wie viele Leute sind wir? Sind wir über 12? Weiß ich nicht. Auf eine Seite passen wir drauf. Nein. Also wir machen fast ein Zug voll. Okay. Gut, ja, dann marschieren wir mal. Und traust du dich inzwischen einfach so durch? Aber cool, ne? Ich muss mich mal ganz kurz entschuldigen, ich muss mir erst was zu trinken. Philipp kauft sich. Kannst du mir eine Tasse mitbringen? Mama will nämlich, dass ich so, ihr so eine Tasse mitnehme. Sie war noch nie hier, aber sie findet die schön, weil das bunt leuchtet und glitzert. Wie geht das jetzt weiß eigentlich? Ja, keine Ahnung. Dazu, wie heißt der? Sebastian. Sebastian, zu genau. Indie Blitz. Okay Leute, let's marschieren. Let's marschieren. Mann! Ich vergesse jedes Mal, meine Maske runterzunehmen, obwohl wir hier nicht im Wartebereich sind. Ja, das musst du mit reinschneiden. Natürlich schneide ich das rein, Leute. Warum sollte ich es nicht mit reinschneiden? Oh. Und was für letztes Job übernommen? Lilith, du bist jetzt arbeitslos. Die hat mich gerade erschreckt. Nö, das boah, dieser Blick war gerade richtig geil, ne? Dieser Blick. Oh mein Gott, Philipp, so. Der Blick war geil. Das wird ein Meme, ohne Witz jetzt. So, wir suchen jetzt mal Sebastian auf im Westerland. Und so, wir gehen jetzt zum Ausgang und ich beende das Video noch nicht, weil wir natürlich von Marla und Paul etwas für Basti bekommen haben, ein Geschenk. Und deswegen wollen wir das zu Hause Basti nochmal geben, damit ihr es sehen, wie sehr Basti sich darüber freut. So, bis nächstes Wochenende. Tschüss. Genau, auf jeden Fall habe ich für Mama noch eine kleine Überraschung vom Flug der Dämonen mitgebracht und Basti liebt ja Spielzeuge mit Bällen. Das heißt, ich glaube, er wird das mögen, oder? Achso, ja stimmt, das Spielzeug. Genau, und Paul hat sich sehr, sehr, sehr über den Brief gefreut. Und das war richtig schön, dass wir die nochmal getroffen haben. Und die sind halt mit uns auch Wildwasserbahn gefahren. Wir müssen aber immer noch Rottenblitz mit ihnen zusammenfahren. Genau. Das haben wir heute nicht geschafft, das haben wir nicht gemacht, weil die Warteschlange so extrem lang war. Genau, also Paul, du weißt, dass wir noch daran gedacht haben, dass wir noch Rottenblitz mit dir fahren. Das werden wir auf jeden Fall tun. Und deswegen würde ich sagen, wir sehen uns dann wieder zu Hause, wenn Basti sein Spielzeug bekommt. Und nächstes Mal dürft ihr dann Basti richtig sehen, weil wir dann abmachen, dass ihr wirklich da seid, wenn Basti auch da ist. Ne? So, jetzt gehen wir zum Auto und dann geht's weiter zu Hause. So, wir sind jetzt zu Hause angekommen und heute derjenige, der hier nicht war, da war, ist Basti. Aber es haben Paul und Marla und Tanja an Basti gedacht und jetzt haben wir was für Basti hier mitgebracht. Einmal Basti. Guck mal, warte, guck mal, was ist das denn, Basti? Was ist das denn? Guck mal, Basti, hier, Fanny. Also das erste Spielzeug gefällt Basti bestimmt schon. Jetzt habe ich noch das zweite hier.
Guck mal, Basti. Guck mal. Guck mal. Ich kann, guck mal, ein Ball, Basti. Guck mal. Oh. Er weiß gar nicht, womit er noch spielen soll. Also jetzt hat er auf jeden Fall Auswahl hier beim Spielen, ne, Basti? Gut. So, Lili, was möchtest du noch sagen zum Schluss des Videos? Weiß ich nicht. Wir danken auf jeden Fall allen, die heute da waren. Auf jeden Fall, die an uns gedacht haben, was sie dieses Spielzeug mitgebracht haben, an alle. Und das war so ein Tag, mit dem den hätten wir uns gar nicht so vorstellen können, wie der ausgeht. Und also wir wussten, dass wir auf jeden Fall 4 Zuschauer treffen. Genau. Aber es waren zufällig noch ein paar mehr. Ja. Ja. Es wurde halt eine etwas größere Gruppe, aber es war halt echt mal ein Erlebnis und da hat man wirklich zum ersten Mal gemerkt, wow, es gibt so viele Leute, die halt unsere Videos gucken. Das war richtig cool und wir sind gespannt, was jetzt die nächsten... Basti spielt gerade mit seinem Spielzeug. Genau, guck mal, Basti fühlt sich echt wohl. Also danke nochmal an Marla, an Paul und Tanja und Andrea und wir sehen uns ja nochmal im Park und dann seht ihr endlich mal Basti. So, genau, das wollten wir noch sagen und dann sehen wir uns beim nächsten Video und mal gucken, was noch so kommt die nächsten Wochen im Heidepark. Tschüss! Ja, tschüss. Tschüss, Lilip. Tschüss. Ein bisschen freundlicher. Tschüss. Ein bisschen freundlicher. Tschüss. Tschüss, ne Busti? Sag mal tschüss.